Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Wir spielen heute TT Isle of Man Right on the Edge 3. Bevor wir starten, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Ich habe von Nakun ein paar Game Keys bekommen, die ihr gewinnen könnt. Unter anderem wäre das für die PS4, für die Xbox und für die Switch. Das Ganze mache ich aber auf Instagram. Also es wird auf Instagram einen passenden Post dazu geben zu TT. Und es ist einfach auf Instagram ein bisschen einfacher, mit den Leuten zu kommunizieren. Auf YouTube kann man halt nur in den Kommentaren so miteinander reden, aber nicht so privat einfach dann die Keys verschicken. Deshalb geht auf Instagram, schreibt unter den passenden Post euer Lieblingshersteller, also zum Beispiel sowas wie Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, was es alles so gibt. Und ja, am besten natürlich noch dahinter schreiben, für welche Konsole ihr es haben möchtet, weil es gibt drei Töpfe, also quasi PlayStation, Xbox, Switch, und deshalb auch drei Gewinner. Es ist natürlich aber blöd, wenn ich halt einen Gewinner auswähle, der dann sagt so, oh, ich will es aber dann doch von der anderen Konsole. Deshalb unbedingt quasi den Motorradhersteller hinschreiben und dann für welche Konsole. Das Ganze wird bis Sonntag laufen, das heißt bis zum 14. Mai 2023. Und dann werde ich am Montag einen Gewinner auskühren, beziehungsweise eben drei. Und ja, wenn ihr dann am Montag im Laufe des Tages eine Nachricht bekommt, dann habt ihr gewonnen. Wenn nicht, dann leider nicht. Ja, aber wir machen jetzt hier weiter. Ja, Supersport oder Superbike? Ich denke mal, Supersport ist, glaube ich, die langsamere Klasse, wobei Supersport halt eigentlich auch schon schnell ist. Aber ich würde mal vielleicht ein bisschen langsamer anfangen, damit wir uns so ein bisschen reingrooven können. So, wir können auch verschiedene Fahrer wählen. So oben, Schwarz-Gelb sieht halt schon als Dortmund-Fan halt schon geil aus, gell? Muss man eigentlich auch ein bisschen ehrlich dazu sagen. Da gibt es aber, glaube ich, halt schon einige. Weil die Schwarz-Gelbe halt schon eigentlich ganz cool aussah. Wobei, ja, geht man nur auf Aussehen. Oder auch auf die Marke oder auf irgendwelche Leistungen. Was haben wir hier eigentlich generell? Ach, das ist nur 600 Kubik Hubraum sogar. Fahren nur 282 km/h insgesamt. Ja, wobei dadurch, dass ich eigentlich auch ein Yamaha-Fan bin, wäre halt hier die R6 eigentlich auch schon mal ganz cool. Vor allem, er heißt halt einfach Dunlop, wie der Reifenhersteller. So, wir können jetzt einfach mal so ein bisschen rumfahren, wie wir wollen. Okay, das finde ich ja natürlich auch ganz cool. Hier haben wir so eine Art Werkstatt vielleicht. Grundlegende Steuerung, also ganz normal nach links, rechts lehnen, ist ja schon mal normal. Bremsen mit L2. Für die Vorderbremse. Das war zu schnell. Okay, aber irgendwie war noch Kreis für, glaube, Hinterradbremse oder so. Bei Kreis ist ein bisschen komisch. Treibstoff kann suchen Sie Inspektion. Okay, das geht jetzt gerade alles ein bisschen schnell. Ihr könnt halt auch das Video pausieren. Das ist natürlich euer Vorteil. So, das war's eigentlich schon. So, hier bremst halt, aber oh, das mag ich eigentlich gar nicht so. Also auf X fände ich es halt ein bisschen besser. So, wir geben einfach mal ein bisschen Vollgas. Wir fahren einfach mal ein bisschen geradeaus. Schauen mal, hier könnte man zum Beispiel rechts abbiegen. Ja, keine Ahnung, wo ich auch hinfahre. Also,
Die TT bin ich eigentlich schon mal gefahren, aber natürlich halt die Nebenstrecken noch nicht so ganz. Wobei, ich glaube in Ride 2 damals gab es, glaube ich, so ein paar, ich glaube zwei, drei Variationen, glaube ich sogar. So, da vorne kommt gleich eine Kurve. Ich natürlich viel zu schnell reinfahre, okay. Ist natürlich, ja, wir haben, sie sind gestürzt, aber kein Problem, das passiert auch dem Besten. Ja, ne, natürlich, also mir passiert es auch. Nach einem Sturz sind sie einige Sekunden, was? Es ist ein bisschen zu schnell. Ja, okay. Es gibt auch Reifenverschleiß, sieht man hier rechts unten. Benzin theoretisch auch. Ich denke jetzt mal, hier jetzt vielleicht nicht, wenn wir hier offen rumfahren. Die große Frage ist aber natürlich, es gibt ja diese Events. Where you can check how many events and challenges you have already discovered and where they are. They're located. If you move your cursor over each POI, you can open its. Okay, ja, eigentlich alles. Okay, Wetter und Zeit können wir natürlich auch ändern. So, ich bin natürlich eigentlich voll in die falsche Richtung gefahren. Ist natürlich ganz super. Was haben wir hier? Ein Supersport. Benutzer definiertes Event. Erstellen Sie Ihr eigenes Benutzer. Ja, aber ich will es jetzt eigentlich ja nicht unbedingt ein Benutzer definiertes. Ich will es einfach mal ein Rennen fahren, oder? Was haben wir hier? So ein Zeitrennen, würde ich jetzt mal sagen. This kind of event is divided into free practice and qualifying sessions. During free practice, you can get a feel for the track without the stress of setting the best time. During qualifying sessions, your time is actually registered. Okay, dann würde ich mal. Ach so, wir sind schon hingesprungen. Halten, um zu starten. So, wir haben jetzt ein freies Training, so wie es ausschaut. Wir haben aber hier mehrere Fahrer. Sehen wir da auch auf der Strecke oder noch nicht? Wir starten einfach mal. Session or qualifying session starts with the setup stop. Here you can track the overall progress of the session and check on your opponents using the live session option. Okay, wir haben jetzt hier quasi eine halbe Stunde freies Training, bis das Qualifying anfängt. Wir könnten jetzt theoretisch auch andere Leuten, kann man die direkt zuschauen? Also können wir jetzt hier irgendwie, das ist ja die Frage, ob die überhaupt auf der Strecke sind. Vielleicht ist auch noch groß gar nicht einer auf der Strecke. Das kann natürlich auch sein. Oder ich sehe halt hier nur... Ah, guck mal, hier kommen jetzt Zeiten. Okay. Ich dachte, ich kann den jetzt richtig zuschauen. Das wäre vielleicht noch cool. Oder bin ich da irgendwo falsch drin? Motorrad-Setup lasse ich mal erst mal so stehen. Wir fahren mal los. Guck mal, ich sehe ja Leute, die wohl auch mit mir rumfahren. Okay, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir haben hier eine Ideallinie, wo wir natürlich auch sehen können, wie wir bremsen müssen. Bremsen aber viel zu früh. Okay, wir müssen natürlich noch ein bisschen ins Handling reinkommen. Ui, das war aber auch schon wieder ein bisschen eng. So, ich mache mal hier ein bisschen langsamer. Hier hätte man vielleicht sogar mit Vollgas durchfahren können. Wie gesagt, man muss natürlich erstmal so ein bisschen in das Gameplay reinkommen. Die Frage ist, geht jetzt eigentlich theoretisch auch Benzin weg? Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht unbedingt. Es könnte es vielleicht auch einfach mal ein kürzeres Rennen sein. Oh, ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich rechts gegen den Bordstein fahre. Ob ich einfach nur hochgehe oder ob es mich dann weghaut oder ob das Motorrad instabil... Ja, es wackelt ein bisschen. Okay, hier sollte man natürlich auch nicht hoch. Ich wollte es mal ausprobieren, was halt passiert, gell? Sorry, Leute. Upsi. So, wir können auch drücken, dann geht es gerade ein bisschen schneller. Wenn wir, anstatt wir einen Stick nach hinten schieben. Ja, wieso waren wir hier jetzt ein bisschen schnell? Oder zu spät eingelenkt? Hätten eigentlich gar nicht bremsen müssen. So, einmal hier entlang. Einmal kommt dann gleich die Linkskurve. Ich kenne natürlich auch die Strecken an sich gar nicht. Also, wie gesagt, die Originalstrecke, also wirklich die Tourist Trophy dann, die kenne ich vielleicht noch so ein bisschen, ist natürlich schon ein bisschen her. Da kenne ich aber dann vielleicht so ein paar Abschnitte, aber ja,
Jetzt hier die anderen Strecken. Boah, wird halt schon schwierig. Alter, wie lange geht denn das hier eigentlich? Ich dachte, wir machen jetzt so ein kleines Rennen. So 3-Minuten-Rennen. Ja, okay, wir sind auch erst 2 Minuten unterwegs. Und ein Sturz war mit dabei. So, wir fahren hier nur 240. Ja, es geht noch ein bisschen hoch, aber... Ist es nicht im Menü 282? Max? Wurde ja voll verarscht. Hier kann man schon... Oh, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und mich haut schon hin, bevor ich in die Bande reinkomme. Okay, ich dachte, mich haut jetzt hier voll dagegen. Aber ich bin schon davor abgeflogen. Komischerweise, die Kurve davor war gar nicht so krass das Problem, aber danach war ich viel zu schnell. Das ist natürlich ein bisschen übel. Boah, Alter. Vor allem dieses Gegenlenken, also von links nach rechts, ist manchmal ein bisschen übel. Aber ich habe das Gefühl, die fahren hier viel langsamer. Guck mal, ich bin jetzt vom Gas gegangen, bin trotzdem gleich schnell. Die fahren ja sehr langsam. Klar, okay, ich habe jetzt auch noch nicht die krasseste Schwierigkeit drin, aber ich bin 9. Okay. Auch nicht so toll, aber nun gut, wir schauen mal rein. Das kann natürlich... Ist mich jetzt hier wieder 10. Muss ich jetzt nicht verstehen. Hat mich jetzt der eine überholt? Oder habe ich falsch geschaut? Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, aber nun gut. Ja, dann würde ich mal sagen... Ich übe noch ein bisschen, damit es ein bisschen ansehnlicher wird. Ihr könnt natürlich noch gerne bei dem Gewinnspiel mitmachen und auch natürlich hier am Video einen Daumen da lassen, ihr Banausen, und nicht einfach direkt zum Gewinnspiel rüberjumpen. Und ja, sehen uns dann im nächsten Video. Da machen wir dann Qualifying und Rennen. Und ich schaue jetzt mal, dass ich noch hier eine gescheite Runde hinlege. Eine Runde war es jetzt nicht, es war ja von A nach B. Und ja, sagt bis dahin, wieder schauen und reingehauen.